Im Juni 2023 drehen wir einen Kurzfilm. Boah, schlecht. Wir haben unsere besten Leute auf den Fall angesetzt. In unserer Behörde haben wir eine Sonderkommission aus absolut gewissenhaften Polizistinnen zusammengestellt. Die allerbesten. Die Soko Koko sozusagen. Kokos. Kokos. Kokosnuss. Ganz genau. Nachdem wir mit unserem Kurzfilm Walküren gerade ziemlich erfolgreich sind, steht jetzt das nächste Ding an. Soko Loko. Zwei Schwestern arbeiten zusammen für die Polizei in einer Sonderkommission und sollen eine Verbrecherbande finden, die seit Monaten in Köln Bankautomaten sprengt. Es kommt irgendwann raus, dass mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit die eigenen Eltern hinter dieser Verbrechensreihe stecken. Was macht man, wenn die eigenen Eltern unter Verdacht stehen und man selber eigentlich die Fäden in der Hand hat? Den Rest seht ihr dann im Film. Das Geile ist, es ist A, sehr witzig, es ist B, sehr umsetzbar und vor allem, das finde ich das Krasse, wir haben richtig fetten, geilen Cast für die Nummer am Start. Ja. Katjana Gerz, Oliver Welke und Alexander Schubert, und Angelika Manns, Sandra Sprünken, Lisa Flake. Ja, und alle haben gesagt, ja, bin dabei. Für 0 Euro Gage, muss man dazu sagen, denn das ist ein Projekt, was wir wirklich einfach aus eigener Hand machen. Es gibt keinen Sender, keinen Kunden, nichts. Und ja, das heißt halt auch leider, es gibt kein Geld. Aber alle Leute glauben dran. Das Buch ist super lustig. Ich darf euch ja nichts daraus verraten, aber es ist wirklich lustig. Ich finde die beiden Jungs extrem cool, erstens, und extrem talentiert. Deswegen mache ich bei diesem Projekt mit. Noch dazu sind sie mit einem sehr lustigen Drehbuch um die Ecke gekommen und ich bin mir sicher, dass wir daraus einen ziemlich coolen kleinen Film machen werden. Das Team, mit dem Team arbeite ich total gerne zusammen. Ich freue mich total auf die Dreharbeiten. Mein Name ist Marius Melinski, ich bin Kameramann aus Köln. Ich habe eine Produktionsfirma mit dem Kollegen zusammen und wir machen ganz, ganz viel Comedy für TV und Streaming. Mein Name ist Joscha, ich bin Regisseur bei der Superstady GmbH und ich glaube, wir haben einfach viel gelernt in den letzten Jahren. Und jetzt wollen wir mal so alles, was wir können aus dem Comedy-Bereich, so auf eine Karte setzen. Und das ist Soko Loko. Wir haben ein geiles Drehbuch geschrieben, 22 Minuten Kurzfilm. Jetzt könnte man sagen, na gut, wenn keiner Geld verdient, warum seid ihr hier beim Crowdfunding angelangt? Die Kosten läppern sich leider trotzdem schnell. Es gibt Sachen wie Hotelkosten, weil die Leute müssen untergebracht werden. Reisekosten, man muss ja irgendwie nach Köln kommen zum Dreh. Catering, weil auch alle was essen wollen und müssen, haben sie auch verdient. Motivmieten. Und auch so Sachen wie Requisiten kosten einfach Geld. Jetzt haben wir das alles zusammengerechnet in einer wunderbaren Excel-Tabelle. Dabei kam raus, 28.000 Euro kosten uns all die Sachen, die wir nicht mit Freunden und Wohlgesonnenen machen. Jetzt haben wir das Glück, dass wir aufgrund unserer Produktionsfirmeneigenschaft ein bisschen Geld haben. Und das hauen wir komplett da rein. Aber wirklich reichen tut es am Ende doch nicht. Also wenn wir am Ende noch ein bisschen Geld zum Überleben haben wollen, dann brauchen wir Unterstützung, um dieses geile Projekt durchzuführen. Und deshalb sind wir hier und wollen euch mit involvieren in diese geile Nummer. Wir freuen uns über jeden Cent. Wenn ihr aber zufällig gerade einen Zwanni rumfliegen habt auf eurem PayPal-Konto oder sowas, dann kriegt ihr dafür einen Streaming-Link, sobald der Film im Herbst fertig ist. Und ab 100 Euro gibt es den Streaming-Link plus eine Erwähnung im Abspann. Und wir versprechen, dass wir uns ganz viel Mühe geben, die Namen richtig zu schreiben. Wenn ihr Lust habt, euren Sommerurlaub sausen zu lassen und plötzlich 500 Euro übrig habt, dann würdet ihr dafür erhalten den Streaming-Link, eine Erwähnung im Abspann und eine Einladung zur Teampremiere. Die wird hier in Köln stattfinden, in einem schönen Kino mit allen zusammen. Und das haben wir jetzt mit Walküren letztens auch schon gemacht. War richtig geil. Dementsprechend kann ich das empfehlen. Wer sagt, ich habe noch mehr Geld rumliegen, kann sogar ab 1.000 Euro den Streaming-Link, die Erwähnung im Abspann, die Einladung zur Teampremiere und ein Requisit vom Set abstauben. Geil, also verkauft eure Porsches und helft uns. Perfekt. Genau, das heißt, wir suchen einfach Leute, die an uns glauben, muss man ja sagen, die an das Projekt glauben und die Bock auf Pipi-Kaka-Humor mit beste Besetzung haben. Ja, Soko Loko. Sie merken, wir lieben wirklich alle Aspekte unseres Jobs, auch wenn es manchmal Hindernisse gibt, die
gilt es dann eben zu überwinden. Mit Mut, Teamgeist und Durchhaltevermögen. So, und wenn ihr jetzt auch Bock habt, diese jungen Filmemacher bei ihrem Selfmade-Projekt zu unterstützen, ja, dann macht das doch einfach. Hm? Wer was hat und wer was geben will, ran! Ich freue mich sehr auf die Dreharbeiten und ja, vielen Dank für euren Support. Und vielleicht sehen wir uns ja dann bei der Premiere von Soko Loko. In diesem Sinne.